Ob hier ein zukünftiger Magnus Carlsen sitzt, wissen wir nicht. Aber Lea Ludwig ist eines von vielen Schachtalenten, das Schach in der Schule spielt. Zug um Zug im Unterricht. Eine Berliner Schule, die Schach in den regulären Stundenplan integriert, macht's möglich. Ich kannte vorher nur diese normalen Brettspiele, wie jetzt Mensch, ärgere dich nicht und so. Und ich finde das jetzt auch ganz interessant. Also jede Figur hat ihren eigenen Laufweg und so. Es ist auch ganz interessant, sich sowas zu merken. Der Norweger Magnus Carlsen bewies schon als Kind sein außergewöhnliches Talent. Mit 13 Jahren spielte er so gut Schach, dass er Ex-Weltmeister schlug. Mit 14 Jahren spielte er für die Schachfreunde Berlin sogar in der Schachbundesliga. Mittlerweile ist er zweifacher Weltmeister, ein Superstar, ein Vorbild. Auch in Deutschland für die Schüler, die auf dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium in der 5. und 6. Klasse in Schach geschult werden. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass wenn wir ein deutsches Wunderkind haben wollen, dass man gerade mit solchem Unterricht überhaupt eine Chance haben kann, dann irgendwann mal ein Wunderkind zu produzieren. Im Unterricht werden Schachstellungen analysiert. Berühmte Schachpartien werden nachgespielt. Und die Schüler sollen in bestimmten Spielsituationen die bestmögliche Lösung finden. Ja, welchen Zug würden wir mit Schwarz machen? Da würde ich mal Finn nehmen. Läufer F1 nach C4. Fragen und Antworten wie in Klassenarbeiten, die im Schach benotet werden wie in Mathe oder Deutsch. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass man auch das Denken trainiert für die Schule jetzt zum Beispiel, dass man sich vielleicht auch in Mathe verbessert, wenn man mal darüber nachdenkt, über eine Lösung und auch Spaß hat und auch eigentlich Denksport macht. Schach bringt auf jeden Fall eine Steigerung der Konzentration. Schach bringt auf jeden Fall eine Steigerung des logischen Denkens und aus meiner Sicht bringt Schach auf jeden Fall nochmal eine Verbesserung des Sozialverhaltens. Lea kann Schach in 6 Jahren vielleicht sogar mit in ihre Abiturnote einbringen. Denn mit diesem Schachzug will ihre Schule den nächsten Schritt gehen. Auf den Spuren von Weltmeister Magnus Carlsen.